In diesem Video zeige ich dir, was die Adobe Creative Cloud ist, was du alles damit machen kannst und wie viel sie eigentlich kostet. Die Adobe Creative Cloud beinhaltet viele Kreativprogramme von Adobe. Darunter sind Photoshop zum Bilder bearbeiten, Lightroom ebenfalls zum Bilder bearbeiten, Illustrator um Illustrationen zu machen, InDesign für Flyer, Hefte, Kataloge, Experience Design für Mobil- und Webdesign, Premiere Pro für Videoschnitt, After Effects für Animation, Project Felix für 3D-Objekte, Adobe Animate für Animation, Audition für Musik und vieles, vieles mehr. Wenn du wissen willst, welche Programme alle in der Adobe Creative Cloud sind, klick unten in die Videobeschreibung. Aber nicht nur Desktop-Programme sind in der Adobe Creative Cloud, sondern auch mobile Apps inzwischen. Darunter läuft Photoshop Mobile, Lightroom Mobile, Adobe Draw, Adobe Clip, mit dem man quasi seine eigenen Programme, die man im Desktop hat, auch in einer besonderen Version auf seinem Handy oder Tablet hat, die inzwischen sehr ausgereift sind. Aber das ist nicht alles, was die Adobe Creative Cloud bietet. Sie bietet beispielsweise auch Typekit, eine riesige Bibliothek von Schriftarten und Schriftfamilien, die man kostenlos verwenden kann als Adobe Creative Cloud Mitglied. Zudem hat man die Möglichkeit, auch sein eigenes Portfolio zu erstellen, was wirklich professionell aussieht, mit der Mitgliedschaft von Behance und der Mitgliedschaft von Creative Cloud. Behance ist eine kreative Plattform für Designer, wo sie ihre Kunstwerke zur Schau stellen können. Doch wie viel kostet eigentlich die Adobe Creative Cloud? Die Adobe Creative Cloud ist in verschiedensten Varianten erhältlich. Vorab ist zu beachten, dass die Adobe Creative Cloud nur als Abo-Modell verfügbar ist. Man kann es nicht als Einzelprodukt kaufen. Um ein Einzelprodukt-Abo abzuschließen, müsste man 24 Euro ungefähr zahlen. Man kann sich ein Produkt auswählen und dieses hat man dann abonniert. Das lohnt sich aber nicht wirklich. Man kann für 60 Euro im Monat alle Programme haben, das komplette Paket. Wer aber beispielsweise nur Photoshop und Lightroom verwenden möchte, weil er gerne Fotos bearbeitet, kommt auch mit dem Fotografie-Paket für 11,89 Euro aus. Was aber hingegen sehr interessant ist, ist das Abo für Schüler, Studenten und Lehrkräfte. Die bekommen die komplette Creative Cloud für 20 Euro im Monat. Das sind nur ein Drittel vom Normalpreis, was echt super ist. Und zusätzlich könnte man als Schüler auch die 11,89 Euro Variante mit Photoshop und Lightroom kaufen, wo kein Preisunterschied verfügbar ist. Man kann das Ganze monatlich bezahlen oder jährlich auf Prepaid-Basis. Und man bekommt, wie gesagt, die kompletten Desktop-Applikationen, Mobile-Apps, sein eigenes Portfolio, eine 20 GB Cloud und immer die allerneuesten Updates von allen Programmen. Meiner Meinung nach ist die Creative Cloud ein super Angebot. Nicht gerade günstig für den einen oder anderen, aber echt lohnenswert für jeden, der im kreativen Bereich tätig ist. Wenn du jetzt wissen willst, was Photoshop, Illustrator, Premiere Pro oder After Effects so alles kann und du da einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir die Grundkurse, die ab morgen auf meinem Kanal laufen. Um diese nicht zu verpassen, kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!